Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Abschlusspressekonferenz der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Heißt Sie herzlich willkommen in der Bibliothek der schönen Theologischen Fakultät, für deren Gastfreundschaft ich mich die ganze Woche bedanke, dass wir hier sein konnten, auch für die Gastfreundschaft im Priesterseminar. Aber ein herzlicher Dank an die Pressestelle des Bistums Fulda für die gute Kooperation. Heißt herzlich willkommen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, den Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer. Herr Kardinal Marx wird jetzt gleich über einzelne Ergebnisse der Vollversammlung berichten. Der Gesamtbericht liegt Ihnen vor. Danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dazu gibt es ein Funkmikrofon. Da wir einen Livestream beim Domradio haben, dem ich auch herzlich danke, bitte ich Sie, das Mikrofon auch zu benutzen. Herr Kardinal Marx, Sie haben das Wort. Ja, es ist etwas ungewöhnlich, dass wir zu dieser Zeit die Pressekonferenz machen. Das deutet darauf hin, dass wir die Herbstvollversammlung umorganisiert haben für diesen Anlass, nämlich zurückzuschauen auf 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil mit einem Festakt, mit einer Festakademie und dann anschließend die traditionelle Abendandacht hier am Grab des heiligen Bonifatius, aber heute besonders auch gestaltet als Vesper mit einigen neuen Elementen, sodass wir heute Mittag hier zusammen sind. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben ja in den letzten Tagen schon immer wieder laufend berichtet. Ich freue mich darüber, wie ich höre, dass das Interesse auch an den mehr innerkirchlichen Themen durchaus groß war. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Sie das aufnehmen und auch weitertragen. Wir haben natürlich, das wissen Sie, jetzt einen Schwerpunkt neu in die Diskussion der Bischofskonferenz gebracht. Das ist die gesamte Flüchtlingsproblematik. Wir haben am Montag darüber gesprochen. Wir haben das Programm umgestellt, am Dienstag hier eine Pressekonferenz gehalten. Das will ich nicht alles wiederholen. Aber es war am Dienstagvormittag dann auch noch mal, das muss ich schon sagen, eine sehr intensive Debatte und ein sehr tiefgehender Austausch der Bischöfe über ihre Erfahrungen in den Pfarreien, in den Strukturen, die ja jedes Bistum auch schon aufbaut jetzt. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und alle waren der Meinung, hier ist eine neue Herausforderung vor uns, die wir natürlich schon seit Jahren auch in unserer normalen Agenda haben. Das ist ja nicht so, als hätte die Kirche jetzt erst das Thema Flüchtlinge entdeckt. Aber diese Wucht ist jetzt auch in unseren Pfarreien angekommen und im Bewusstsein der Bischöfe ist klar, hier wird sich vieles verändern. Darauf müssen wir uns pastoral einstellen. Das geht in viele Bereiche hinein und deswegen haben wir uns, wie wir es ja am Dienstag schon gesagt haben, entschlossen, hier doch auch klar zu machen, das ist nicht die Aufgabe einer Kommission, der Migrationskommission. Hier ist ein durchlaufendes Thema, das die Pastoral betrifft, das die Weltkirche betrifft, die Caritas betrifft und auch die interreligiöse Thematik, die heute noch einmal angesprochen wurde von einem Bischof, gehört natürlich auch dazu. Insofern bin ich froh, dass der Erzbischof von Hamburg bereit war, ein junger, frischer Erzbischof bereit war, auch in einer Stadt tätig, die eben mit dem Thema auch besonders befasst ist, diesen Sonderbeauftragten, die Aufgabe des Sonderbeauftragten zu übernehmen. Wir haben auch im VDD, der eine Sondersitzung hatte in dieser Woche, dann beschlossen, dass das auch personell ausgestattet wird entsprechend. Und so ist er jetzt eigentlich in Bewegung gekommen und kann seine Sonderbeauftragung ausbauen. Ich möchte hinzufügen, das war ja, das habe ich am Dienstag auch gesagt, dass wir eigentlich für das nächste Frühjahr einen Studientag vorgesehen hatten zum Thema Migration. Darüber ist heute noch einmal gesprochen worden und wir waren all der Meinung, das hat sich nicht erübrigt. Im Gegenteil, die Diskussion am Montag hat gezeigt, dass wir tiefer graben müssen, breiter schauen müssen. Und das Programm, was uns Bischof Trelle, der Vorsitzende der Migrationskommission, vorgestellt hat, hat uns überzeugt. Wir haben dann gesagt, dass jetzt natürlich mit dem Sonderbeauftragten auch eine neue Person im Spiel ist. Die beiden nicht nur über direkt schnelle Maßnahmen nachdenken, wie wir es jetzt getan haben, sondern wirklich langfristige Perspektiven. Was heißt Integration, interreligiöser Dialog, Fluchtursachenbekämpfung, was heißt das für die weltkirchliche Dimension der Kirche? Ich will das hier nur andeuten, das ist eine Sache des nächsten Frühjahrs. Wir haben dann auch verabschiedet, weil ein gemeinsames Wort
bin da wirklich den Mitarbeitern bei uns dankbar. Das läuft wirklich dann auch bis in die Nacht hinein. Dann nochmal feilen an den Texten. Und das ist jetzt kein langes Wort geworden, aber doch ein Wort, was meiner Ansicht nach notwendig ist, dass die Bischöfe, die jetzt hier versammelt sind, auch an ihre Pfarreien und an die Gemeinden, an die Christen in den Diözesen ein Wort richten der Ermutigung, des Dankes und mit der Bitte, sich weiter zu engagieren. Denn viele sagen, naja, das wird auch schnell wieder vergehen, die sogenannte Willkommenskultur. Manche legen da schon einen ironischen Unterton hinein. Ich weiß nicht warum. Freuen wir uns darüber, dass viele in unseren Gemeinden und darüber hinaus spontan sagen, wir wollen, dass Menschen, die in Not sind, anständig aufgenommen werden, dass sie eine menschenwürdige Behandlung bekommen und ein faires Verfahren. Und alles andere ist Sache der Politik, der politischen Rahmenordnung. Aber was wir tun können vor Ort, das machen wir. Ist doch großartig. Was wollen wir mehr? Und das soll eine gewisse Beständigkeit haben. Und deswegen möchten wir auch in diesem Wort ermutigen dazu, dran zu bleiben, wie man sagt. Also das vielleicht zu dem Thema Flüchtlingsproblematik, Flüchtlingskrise. Nächste Woche wird es ja auch entsprechende Gespräche geben. Das Thema wird uns weiter auch als Kirche beschäftigen. Ein weiteres Thema, nach dem ich immer wieder gefragt werde, ist selbstverständlich die Bischofssynode. Wir haben das Instrumentum Laboris, das ja veröffentlicht ist, noch einmal durchgesprochen. Wir haben noch einmal ausgetauscht, wie kann das gehen. Wir sind ja 3 Delegierte. Dazu kommt dann aus dem deutschsprachigen Raum Erzabt Jeremias Schröder, der aber Vertreter der internationalen Ordensgemeinschaften ist. Und das Ehepaar Buch, genau, das Ehepaar Buch, das ja in dieser Woche veröffentlicht wurde, dass ein Ehepaar aus Deutschland mit dabei ist. Also haben wir natürlich auch gemeinsam überlegen, wie wir dann auf der Synode unsere Stellungnahmen vorbereiten. Es ist ja so, aber das muss man dann in Rom mit den Verantwortlichen dann diskutieren. Dazu bin ich nicht befugt, Auskünfte über die Methodologie der Synode zu geben. Aber so viel kann man, glaube ich, sagen. Es soll ja in den Abschnitten hintereinander dann diskutiert werden und auch Raum sein für das freie Gespräch. Also nicht nur für die abgegebenen Statements, sondern auch Raum für die freie Debatte. Aber ich denke, den einen oder anderen von Ihnen werde ich in Rom wiedersehen. Dann kann man darüber berichten, wenn die Synode in Fahrt kommt. Zwischen den Synoden hatte der Papst ja gewünscht, dass es eine Diskussion gibt, eine theologische, eine pastorale Diskussion in den Bischofskonferenzen. Erinnern Sie sich bitte an die letzten Worte des Papstes, an seine Ansprache noch einmal, wo er gesagt hat, bitte, das ist die Relatio zum Schluss, nehmt die mit, diskutiert darüber, damit der Weg von der ersten Synode zur zweiten auch fruchtbar wird. Ich weiß nicht, wie das weltweit geschehen ist. Man hätte das sicher auch organisieren können von Rom, aber es ist eben jetzt erstmal ein Wunsch an alle gegangen. Ich habe keinen Überblick, merke aber, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, im Laufe der letzten Monate, dass die Intensität des Gespräches, auch der theologischen Diskussion, der Kongresse, der Veröffentlichungen zugenommen hat. Die Wissenschaft brauchte auch eine gewisse Zeit, um in Fahrt zu kommen und dann so etwas zu organisieren. Und das ist eigentlich ganz erfreulich, dass jetzt auch die Breite der Diskussion über das Thema Ehe und Familie auch im wissenschaftlichen Feld da ist. Und ich hoffe, dass sich viele die Mühe machen, auch viele Synodenteilnehmer die Mühe machen, die wissenschaftlichen Diskussionen wahrzunehmen. Wir haben ganz frisch jetzt hier ein Produkt unserer Bemühung. Wir hatten ja mit der Schweizer Bischofskonferenz und der französischen Bischofskonferenz die Präsidenten jeweils und eben die deutsche Bischofskonferenz vereinbart, eine Tagung zu machen, weil ich auch gesagt habe, warum sollen wir nicht aktiv tätig werden? Der Papst hat uns aufgerufen dazu, lass uns doch theologisch uns austauschen und nicht nur in Deutschland wieder, sondern über die Grenzen hinaus. Und da haben wir eine Tagung am Pfingstmontag in Rom gemacht, in der Gregoriana, mit Ausgewählten, weil es ja gar nicht jetzt möglich war, alle jetzt einzuladen, eine theologische Debatte. Aber wir wollten das auch allen zugänglich machen, sodass jeder nachlesen kann, was hier gesagt wurde, was hier vertreten wurde. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Band geworden. Pater Hans Langendörfer, die anderen Sekretäre haben ihn herausgegeben. Er ist ganz frisch da und ich möchte ihn doch gerne zeigen. Theologie der Liebe.
Und wenn Sie die Autoren, wenn Sie die Autoren anschauen, sehen Sie, das ist wirklich, würde ich wirklich sagen, das darf ich jetzt mal doch tun, solide katholische Theologie, die hier betrieben wird. Können Sie ja dann im Text auch nachlesen. Das heißt ja nicht, dass immer alle einer Meinung sind, aber im Rahmen des Katholischen gibt es ja eine Vielfalt, die sich auch austauscht und wo man auch Ergebnisse dann weitertreiben kann, Entwicklung weitertreiben kann. Ja, die Bischofssynode geht dann ihren Gang. Noch einmal, es geht um eine Beratung des Papstes. Es werden Voten sein, aber keine Beschlüsse. Die Synode hat keine Kompetenz, Beschlüsse zu fassen und Recht zu setzen, sondern den Papst zu beraten in den großen Fragen. Und wenn Sie das Instrumentum Laboris anschauen und zu all den Punkten wird es Diskussionen geben, dann spüren Sie, dass das ganze breite Feld da ist und nicht nur die Themen, die bei uns oft im Mittelpunkt stehen. Das ist auch gut so. Denn allein die ökonomische Herausforderung, die Armut, die unterschiedliche Situation der Familien ist eine wichtige Sache. Und die Kirche muss sich hier gerade im Sinne des Papstes auf die Seite der Armen stellen. Es bleibt dabei, es muss eine kraftvolle Botschaft werden. Ehe und Familie sind die Grundlagen des Zusammenlebens der Menschen. Die überwältigende Mehrheit möchte in Ehe und Familie leben. Die Verpflichtung ist für uns alle, aber auch für die staatlichen Verantwortlichen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen das tun können. Und wir wollen als Kirche helfen, dass Menschen diese Entscheidung fällen können und als Christen sogar die Erfahrung machen, im Sakrament der Ehe öffnet sich für mich noch ein neuer Horizont des Zuspruchs, der Hoffnung, der Treue, der Liebe. Aber ich denke, das wird auf der Synode dann besprochen. Und gleichzeitig ist eben wichtig, dass man sieht, die Kirche muss auch nahe sein denen, deren Lebensweg Schwierigkeiten hat, die gescheitert sind oder die an anderen gescheitert sind. Das Leben ist nicht einfach nur eine runde Sache, aber es gibt keinen Augenblick im Leben ohne Hoffnung. Das ist unsere Botschaft doch. Es muss doch Hoffnung gegeben werden. Wie geht es weiter? Das sollte die Kirche auch in den schwierigen Situationen von Ehe und Familie deutlich machen. Ja, wir haben uns relativ intensiv beschäftigt mit gesellschaftlichen und sozialen Fragen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe mich gefreut darüber, das habe ich zunächst vielleicht gar nicht erwartet, dass wir so lange über die Enzyklika Laudato Si gesprochen haben und auch da deutlich geworden ist, das ist nicht nur jetzt eine Umweltenzyklika und da ist jetzt zuständig der Umweltbischof Bernd Uhl mit seiner Unterkommission, sondern das betrifft auch den ganzen Bereich bis in die Pastoral hinein. Kardinal Lehmann hat sehr deutlich auch gesagt, hier ist auch die Schöpfungstheologie gefordert. Das ist ja ein alter Traktat der katholischen Theologie, Schöpfungslehre. Ich habe die noch gehört bei Professor Scheele, dem nachmaligen Bischof von Würzburg. Und das war sehr, sehr wichtig, die ganze Schöpfungswirklichkeit auch als ein Glaubensthema zu sehen. Und hier hat der Papst einen neuen Schub hineingebracht. Durch sein Denken, durch seine Verknüpfung der verschiedenen Themen, dass er klar macht, das ökologische Thema, das soziale Thema und auch das pastorale Thema, wie wir als Kirche in dieser Welt leben, hängen zusammen. Am schönsten für mich, das ist eine kleine Sache nur, wie er das Tischgebet erläutert. Als pastorale Aufgabe, aber auch als eine Wirklichkeit, die deutlich macht, hier danken wir für das Leben. Hier fügen wir uns ein in die Schöpfung, in die Gaben der Erde und so weiter. Also da wird etwas deutlich von dieser wunderbaren Art des Papstes, die Dinge zusammenzuführen. Dass hier auch natürlich politische Themen konkret auf der Tagesordnung sind, ist für uns wichtig. Wir werden natürlich auch schauen, was wird mit den Millenniumszielen. Da ist die Kommission Justitia et Pax gefordert, die Kommission 10, auch Comice wird dazu etwas machen. Wir werden in Paris tagen, um auch den Blick zu lenken auf die Weltklimakonferenz. Der Papst hat ja bewusst diese Enzyklika auch geschrieben, nicht nur, aber auch, um vor der Weltklimakonferenz in Paris deutlich zu machen, hier haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Die Welt ist ein gemeinsames Haus für alle. Das Klima gehört allen. Es sind
Güter, die allen Menschen gehören. Das sind öffentliche Güter, die auch nicht auf eine Nation beschränkt sind, sondern auf die ganze Menschheitsfamilie. Das hat rechtliche Konsequenzen. Eine aktuelle eben auch, er schreibt ja darin, und das ist sicher eine Herausforderung, wenn die Menschen fliehen, weil der Klimawandel sie erreicht, das sind ja oft die Armen, dann sollten sie Asylrecht haben. Also er verknüpft das mit den Fluchtbewegungen und sagt ja, könnt ihr nicht wieder zurückschicken in die Gegenden, wo sie nicht überleben können. Das ist dann natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Wir haben auch gesprochen über das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen, was ja sehr, sehr umstritten ist und auch in den kirchlichen Gruppen intensiv diskutiert wird, sowohl in Jugendverbänden, in den Sozialverbänden. Und ich weiß das auch von der europäischen Ebene. Das ist eine ganz heftige Debatte. Auf dem Evangelischen Kirchentag war ich bei einer Veranstaltung, als Zuhörer aber nur, um mal zu hören, wie die Diskussionen laufen. Wir haben uns jetzt entschlossen, einen sehr, glaube ich, umfangreichen Text als Beratung für uns anzunehmen, den wir als Expertentext veröffentlichen werden. Das sind Experten, die werden auch namentlich dann genannt werden. Das wollen wir heute nicht tun. Es gibt noch eine Frist natürlich der Korrekturen. Das ist nicht der Fall. Aber ich denke, es ist wichtig, das zu sagen. In diese Grundlinie wird sein, wir können dadurch aussehen, dass hier Positives auf dem Weg ist. Aber es muss sehr kritisch angeschaut werden, welche Folgen hat es für die Armen und für die Standards im Umwelt- und Sozialbereich. Wir wollen keine Entwicklung, die die Armen ausschließt und ärmer werden lässt, keinen exklusiven Club der Reichen. Und wir wollen keine Entwicklung, denke ich, die eine abschüssige Bahn von sozialen Standards und von Umweltstandards bringt. Das sind jetzt mal zwei Kriterien, aber das ist sehr umfangreich und ich denke, es ist ganz gut. Und eine Hilfe für die Bischöfe. Es ist kein Papier der Bischöfe im engeren Sinne. Wir machen hier keine lehramtliche Aussage, sondern wir lassen uns beraten von Experten und veröffentlichen diesen Text, den die Experten uns gegeben haben, für alle, damit alle diese sozial-ethische Argumentation nachvollziehen können. Ja, wir haben noch das Thema Sterbehilfe angerührt, nicht so ausführlich diesmal, weil wir das schon intensiver getan haben. Aber ich möchte gerne daran erinnern, die Gesetzgebungsverfahren beginnen ja jetzt. Und da haben wir gemeinsam als evangelische und katholische Kirche ja unsere Position kurz vor den Ferien bekannt gemacht oder noch einmal unterstrichen. Der Landesbischof Bedford Strom und ich haben nochmal in einer öffentlichen Erklärung unsere Linie klargemacht. Ich hoffe, dass das eine ernsthafte und gute Debatte wird und auch ein guter Beschluss, der dem Leben dient, dem Schutz des Lebens dient. Das wäre unser Wunsch. Wir haben auch im Rahmen der Flüchtlinge noch einmal intensiver uns besprochen über die verfolgten und bedrängten Christen, gerade im Mittleren und Nahen Osten. Wir sind weiterhin ja nicht nur betrübt, das wäre das falsche Wort, sondern einfach erschrocken über die Zukunftsvorstellung, dass der Nahe und Mittlere Osten ohne Christen sein könnte. Das ist einfach so unvorstellbar, dass Christen, die seit 2000 Jahren dort leben, im Heiligen Land und im größeren Umfeld, jetzt ihre Heimat verlassen müssen, wegen des islamistischen Staates in der Regel, wegen des Bürgerkriegs, der unübersichtlich ist in Syrien. Ich habe Syrien bereist mit Studenten vor vielen Jahren und weiß, wie schön dieses Land ist und wie viel christliche Tradition in diesem Land steckt. Wir haben uns mit vielen Christen getroffen. Es ist eine Tragödie. Aber es ist sehr schwer, eine Antwort zu finden, wie man in diesen Ländern Sicherheit auf Dauer schaffen kann und Frieden. Das ist eine große Herausforderung. Die europäische Ebene hat ja jetzt zumindest versucht, ein Signal zu setzen, dass man sich dort engagieren will, dass man auch investieren will in die Lager, wo viele Flüchtlinge sind, im Libanon, sodass sie zumindest besser versorgt sind. Das sind ja Signale, aber es ist eine große Herausforderung. Am 26. ist ja immer wieder der Welttag der verfolgten Christen. Dezember, der 26. Dezember, der Stephanustag, der diesmal den Schwerpunkt Syrien haben wird. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank, Herr Kardinal. Wir beginnen mit Ihren Fragen. Frau Held, wo sind Sie? Mit dem Funkmikrofon. Beginnen hinten bei dem Herrn, der sich meldet. Dort bitte. Dankeschön.
Guten Tag, Herr Kardinal. Dave Jörg von der Rundfunkredaktion im Bistum Fulda und auch Kirchenredaktion von Hitradio FFH hier in Hessen. Sie haben mit dem Schreiben an die Gemeinden in Deutschland ja auch ein klares Signal gesetzt. Also wenn man es jetzt ein bisschen eindampft, welches Signal möchten Sie denn in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik hier aus Fulda jetzt senden? Also welches, ich finde, es ist ein starkes Signal, hat ja auch öffentlich sehr viel Interesse und das Thema Flüchtlinge dominiert so ein bisschen über die Binnenkirchlichen. Welches Signal, wenn Sie das nochmal zusammenfassen können, möchten Sie denn aus Fulda hier senden? Wir möchten zunächst einmal danken, dass in unseren Gemeinden und in dieser Zivilgesellschaft in Deutschland eine solche Offenheit dafür da ist, Menschen in Not zu helfen. Wir möchten, dass das über den Tag hinaus auch erhalten bleibt. Und wir möchten, dass auch in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen deutlich wird, hier ist eine Herausforderung vor uns, die nicht in wenigen Tagen geleistet ist, sondern hier ist eine Arbeit, die eine Jahrhundertaufgabe ist, sowohl was die Integration angeht, das Miteinander in unserer Gesellschaft, wie auch der Kampf gegen die Ursachen der Flucht. Also ich möchte beides auch nennen, dass das ein wichtiges Signal ist. Und wir möchten als Kirche dafür einstehen. Ich bin nicht der Meinung, wir müssen überall Anklagen machen. Wir müssen einfach sagen, was ist unsere Position und wie wollen wir helfen. Wir wollen dafür einstehen, dass niemand an unseren Grenzen ertrinkt und umkommt. Und dass wir ein faires Verfahren